Herzlich willkommen beim internationalen Hallen-7-Kampf der LG Nord. Ihr schaut Hauptstadtsport TV. Sieben Wettkämpfe in zwei Tagen und los geht's mit dem 60-Meter-Sprint. Also erstmal macht es einfach riesig Spaß, die Leute sind total motiviert und es geht einfach darum, zusammen das Ding durchzuziehen und ja, steht einfach der Zusammenhalt im Vordergrund. Das macht Spaß. Mit Anfeuern kommt jeder über die Hochsprunglatte. Männer und Frauen jeden Alters. Auch die Jüngsten in der Halle sind schon voll dabei. Beim Kugelstoßen sinkt der Puls, Ziel der Athleten, die Grube. Und wie sieht es am Ende des ersten Tages aus? Also, bislang habe ich alles, was ich mir vorgenommen habe, erreicht. 800 habe ich jetzt natürlich schon. Die 800 Meter sind nach vier Runden durch die Rudolf-Habich-Halle geschafft. Die Riege der Fünfkampf-Mädels hat ihren Wettkampf vollbracht und darf sich freuen und feiern. Und am nächsten Tag geht es für die sieben Kämpfer weiter. Hürden- und Stabhochsprung stehen auf dem Plan, die zwei schwierigsten Disziplinen im Hallen-Siebenkampf. Ich möchte gerne die Leichtathletik möglichst vielen Menschen nahebringen. Ich denke, das ist eine Chance dafür. Und wir haben ja dafür etwas erleichterte Bedingungen für jeder Männer, jeder Frauen. Aber egal, ob mit Hilfe oder ohne, jeder Sprung wird gemeistert und das mit Spaß. Hier wird gelacht, hier wird noch Spaß gemacht, hier wird jeder angefeuert und das ist das Schöne an dem Siebenkampf. Die Athleten kommen nicht nur aus Berlin, viele hatten eine weite Anreise. Auch die Gäste aus den Niederlanden machen ziemlich Stimmung. Die Leichtathletikgruppe reist nicht zum ersten Mal nach Berlin zum Siebenkampf des SC Tegeler Forst. Wir sind gestern mit dem Flugzeug gekommen und jetzt sind wir hier zusammen und haben unglaublich viel Spaß. Das ist ein wunderbares Erlebnis, erstmal in Berlin zu sein. Und der Wettkampf, den habe ich ja im letzten Jahr auch schon mitgemacht. Das war bisher wunderbar und jetzt von meiner letzten Disziplin, die 1000 Meter, die werde ich sicherlich auch noch schaffen. Die 1000 Meter sind nach sechs Disziplinen dann noch die Krönung des Tages. Aber kein Problem für die Jedermänner und Frauen. Ja, die 1000 Meter sind immer eine Quälerei am Ende, aber es ist dann doch immer schön, wenn man es geschafft hat. Das Siebenkampfwochenende vom SC Tegeler Forst wird bei der Siegerehrung nochmal richtig gefeiert. Aber nicht nur der erste Platz wird hier hervorgehoben, sondern alle, die an diesem Wochenende mitgemacht haben. Herzlichen Glückwunsch und eine angenehme Heimreise.